Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Helmi, herzlich willkommen zurück bei Sally und bei So Long Dark. Ja, wir sind hier in dem Bunker gelandet und wir wollten gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Draußen stürmt der Sturm und was haben wir denn hier noch liegen? Was hat denn hier? Fertigkeit, Edge, Fitness, Kokler. Ach, das ist von dem Fußballspiel. Okay, das legen wir mal gut weg. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Durchsuchen wir mal. Noch einen alten Pulli. Ja, wunderbar. Leer, leer. Leer, 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 leer. Durchsucht. Noch ein paar alte Schuhe, die brauchen wir auch nicht. Auch leer. Hier noch irgendwas? Oh, eine Säge. Eine Säge. Brauchen wir eine Säge? Anscheinend nicht, so wie es aussieht. Sonst hätte ich die ja nicht liegen lassen. Ich weiß nicht, ob wir eine Säge haben. Was haben wir hier noch? Oh, noch ein Messer und noch mal Handschuhe und was haben wir denn hier alles liegen lassen, Freunde? Freunde! Der leichten Unterhaltung, was haben wir denn hier liegen lassen? Noch ein Messer? Ein Messer haben wir aber, oder? Wir haben überhaupt, doch da haben wir ein Messer. 78%, wir haben ein Messer. Wir haben auch davon jede Menge. Nee, Set, ja, ist schon okay. Das ist schon okay, okay, okay. Das haben wir hier noch. Da brauchen wir auch nicht. Ja, ist gut, alles richtig gemacht. Und die Säge, ja, das weiß ich nicht. Aber die Säge habe ich bestimmt hier liegen lassen für, wenn wir um Wolfsberg gehen, weil man da die Container aufsägen muss. Dafür ist die Säge super. Super Säge, Alter. Ey, Säge, du bist super. So, ja, wir können hier gar nichts machen eigentlich. Wir können hier einfach uns hier, ja, Wasser haben wir noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Knabberstangen. Haben wir noch ein Buch? Irgendwas? Hier, was ist das? Shooting Guide, ja. Wir shooten hier eigentlich gar nicht, aber was soll's. Aber wir haben schon 3 Stunden gelesen. Dann lesen wir die letzte Stunde auch noch. In der Hoffnung, ne? Nein, natürlich nicht. Was soll das für eine Hoffnung sein? Natürlich nicht. Und jetzt ist es durchgelesen. Jetzt haben wir nichts anderes mehr. Das ist ja toll. Das ist ja jetzt toll. Und jetzt? Guck mal, wir haben nur noch 33% im Dosenöffner. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten noch ein bisschen Wasser draußen kochen. Ich meine, ne? Gewehrschusswaffe, Anfänger, 2, jawohl. Könnten wir noch machen. Wir könnten auch, komm, wir machen mal. Wir gehen mal noch ein bisschen Wasser kochen. Ich denke, wir bleiben sowieso hier, so wie das aussieht. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Bevor wir zum Bauernhaus rüber gehen. Ich würde sagen, das ist dann der nächste halt. So, wie sieht es denn hier aus? Minus 4 Grad, so kalt ist es ja gar nicht. So kalt ist es ja gar nicht. Das ist nur das Wetter ist halt scheiße. Aber so kalt ist es gar nicht. Hier nochmal, ja, die holen wir mal hier rüber. So. Dankeschön. So, dann machen wir mal hier ein Feuer. Hier. Feuer machen. Mit Zunder natürlich, mit Feuerstahl, mit Stöckchen. Haben wir noch was? Kein Buch? Doch, da. 100%. Ja, das haben wir doch gerade ausgelesen. Dann machen wir doch mal. Dann machen wir doch mal hier ein Feuer. Ist ja gar kein Problem. Machen wir uns mal ein bisschen Wasser. 2 Liter, ist egal. Hauptsache, wir haben wieder was zu trinken. Und wir müssen ja ein bisschen die Zeit rumbringen und am besten nicht drinnen bleiben. Wegen den Lager sein Koller, ihr wisst schon. So, hier, dann hier auch noch was rein. Kohle, Tannenholz, Zedern, hier. 2 Stunden, ich weiß nicht, ob ich einen Pott bei habe. Ne, ich habe nur die Dinger. Und davon habe ich auch nur eine. Echt jetzt? Das alles? Hab keine zweite davon? Aber da unten war noch eine drin, die hole ich mir. Da war noch eine. Da unten war noch eine in den Dingen. In den Bunker. In den Bunker standen auf dem Werktisch, standen noch 2 Dosen rum. Davon holen wir uns jetzt eine. Wieso habe ich denn nur eine Dose dabei? Was ist denn mit mir los? Normalerweise habe ich sogar einen Pott dabei. Mein Pott, dein Pott. Der gute Pott, der alte Pott. Oh, Dose, her damit.
und hoch. Wunderbar. Dann schauen wir mal. Hat sich nicht geändert, das Wetter. Komisch. Hätte ich jetzt schwören können, das ist jetzt so lange her gewesen. Aber nein. So, jetzt hier Wasser. Danke. Auswählen. Jawohl. Jupp. Das wird schon. Und. Trinkwasser. Ja, ja, ich weiß. Aber ich muss darauf achten. Ich muss auf jeden Fall was essen. So, jetzt machen wir hier wieder Wasser. Das war jetzt 1 Liter. Jetzt machen wir noch 1 Liter. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall was essen. Wir dürfen nicht die 5 Kilo verlieren Gewicht. Das wäre dumm. Oh Mann, so viel zu essen haben wir gar nicht, ne? Wenn ich mal so genau hinguck. Noch ein paar Knabberstangen. Haben wir hier noch Tees? Komm, wir stellen die mal raus. Ein bisschen nur so, dass sie wieder heiß werden. Oh, hier. Genau. Ah, die wärmen auch da auf, wo sie liegen. Aber mein Gott. Sieht ja unordentlich aus. So. 7 Minuten, 7 Minuten. Nochmal. Wunderbar. Jetzt wird's müde. Ja, langsam wird's müde. Noch über 1 Stunde. Ja, komm. Hier, mach nochmal Wasser. Egal. Egal, Karl, mach Wasser. Und schon ist er heiß. Und der Schnee braucht noch. Und wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken hier. Kadaver zerlegen sind wir auf 2. Kochen sind wir auf 4. Da müssen wir auf 5. Dann können wir alles essen, was wir wollen. Da kann nichts mehr passieren. Feuer machen sind wir auch gerade mal auf 2. Eisfischen haben wir noch gar nicht gemacht. Das haben wir auch noch nichts gemacht. Aber trotzdem haben wir ja das Buch gelesen. Bogenschießen, Flicken auf 2. Revolver sind wir auf 3. Waffenschmied sind wir auf 1. Okay. Das sieht ja schon ganz gut aus. Überlebt 38 Tage. Entdeckte Orte 44. 16%. Verbrauchte Kalorien 89.000. Zurückgelegte Strecke 109 Kilometer. Naja, immerhin, ne? Immerhin. Stunden drin, Stunden draußen. Da sieht man mal, ne? Den Unterschied. Deswegen 33 Tage im idyllischen Tal. Da kommen jetzt noch ein paar zu. Küstenstraße 4 Tage. Alles andere müssen wir noch. Ich hoffe, da kommen wir noch zu. Erfolgreiche Reparaturen 46, Bogenschüsse 16. Mit Bogen getroffene Tiere 11. Da habe ich doch ein paar Mal drüber geschossen schon mittlerweile. Gewehrschüsse gar nichts, Leuchtpistole gar nichts, Revolverschüsse 36, 16 getroffene Tiere, Begegnung mit Wölfe 45 schon. Kämpfe mit Wölfen 20, gewonnen 20. So muss es sein. Getötete Wölfe 34. Ach so, dann sind die Kämpfe sind nur, wenn man so mit Messer kämpft oder so. Da sind die Bogenschüsse nicht drin. Okay, verstehe. Mit Köder abgelenkte Wölfe. Das funktioniert ja sowieso nicht mehr richtig. Das eingetöteter Bär. Na guck mal. Das funktioniert sowieso nicht mehr richtig. Surrounded by snow. Nothing to drink. Ja, 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 ja. Knöchelverstauchung, da haben wir auch schon alles. Hier Dosenöffner hat erst 2 Stück gefunden. Guck mal an. Dann müssen wir da gucken, mal, wo der zweite ist. Dann müssen wir mal tauschen, austauschen. Oh, guck mal, da hat sich ja hier... So, jetzt sind wir noch 1 Stunde. Können wir nochmal machen. Hier, machen wir mal 1/2 Liter. Jawohl. Und du auch, hier. Wenn wir zu viel haben, können wir ja da lassen. Spielt ja keine Rolle. So, dann trinken wir mal hier. Guck mal, 4 Liter haben wir schon. Wunderbar. Hier, machen wir abbrechen, falls wir nochmal irgendeinen Tee oder was trinken wollen. Das Wetter bleibt so. Wir müssen hier bleiben, so wie es aussieht. Wir werden mit unseren Kalorien nicht hinkommen. Das ist echt, also mega nicht gut. Also auch schlecht genannt. Mann, 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 Mann. Ja, das ist kalt. -1 Grad hier.
toll. Ah ja, wir sind auch, wir sind nicht wirklich müde, aber. Ja. Ja, die nehmen wir jetzt beide mit. Wir müssen ja zwei Dosen haben. Wir haben ja auch zwei Kochstellen. Ja, die nehmen wir auch einfach wieder mit. Ging ja nur darum, dass sie mal heiß werden. Fackeln, brauchen wir Fackeln? Wie sieht denn unser Lampendienst aus? Wir haben eine Lampe mit 86%. Wir haben noch ein bisschen Öl. Eigentlich brauchen wir keine Fackeln. Wir haben noch Fackeln. Und die sind schwer. Eigentlich brauchen wir keine Fackeln. Eigentlich können wir das einfach ausgehen lassen. Dann ist alles leer hier. Dann gehen wir mal wieder. Gehen wir mal in den Bunker. Und dann hoffe ich mal, dann schlafen wir mal und dann hoffe ich mal, dass morgen der Wetter besser ist. Gell? Das hoffen wir mal. Ich hätte noch ein Liter Wasser machen können, aber ja, ist auch egal. So. Seht ihr was? Ich nicht. Moment. So, hier, mach an. Genau, wunderbar. So, hier, dann machen wir hier Wasser. Eigentlich wollte ich doch platzieren, genau. Na, siehst du, ein Liter wollte ich doch hier lassen. Wer wollte da sagen, da geht doch auch platzieren. Platzieren, oh. Kopieren, oh. Tja, da kannst du noch so gucken, hier ist nichts mehr zu essen, Opa. Da kannst du nur Wasser hast du voll getrunken. Mach dein Licht aus. Hier, gute Nacht. Steck weg, das Ding. So, und dann, ja. Jetzt habe ich getrunken, ne? Ach, ich esse noch ein paar davon. Ich hoffe, das reicht für die Nacht. Morgen kann ich ja hier die beiden Dinger trinken. Und dann geht's zum Bauernhaus. Und dann, denke ich mal, da haben wir wieder was zu essen. So, wir schlafen mal 10 Stunden, ganz gemütlich. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, ganz gemütlich. Ja, langsam wird der Essen knapp. Komplett erholt aufgewacht. Es ist noch mitten in der Nacht. Aber, ne, wir haben eine Dingens, eine Aurora. Das heißt, wir gehen jetzt nicht raus, weil wir wollen ja auch keine Aurora-Wölfe treffen. Gell? Da ist ja noch ein Ding, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber den kann man auch nicht aufmachen. Und den kann man, da ist manchmal was drin. Wenn du auf Wanderer spielst oder auf Pilger, dann kann da schon mal was drin sein. So, wir trinken jetzt hier Wasser. Einfach ein bisschen, weil wir können. Dann brechen wir hier ab irgendwann, so. So, dann machen wir zurück, genau. Essen haben wir noch einigermaßen. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier 2 Stunden warten einfach. Da fliegen die Kalorien. Gar nicht gut, gar nicht gut. So, die Sonne geht auf. Wir können, wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Da ist es. Sonst noch eine Stunde schlafen, dann wird es auch heller. Ich glaube, draußen hört sich auch ganz gut an mittlerweile. So, steh auf. Aufstehen. Ja, aber ist immer noch windig. Aber macht nichts. So, wir trinken jetzt hier die Limo. Da haben wir Trinken und Essen in einem. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Bauernhaus. Mal gucken, wie das Wetter draußen ist, aber wir müssen eigentlich gehen. Ich will die 5 Kilo nicht verlieren. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall... Naja... Minus 19 Grad, echt jetzt? Das ist aber bitterkalt, Freunde. Das ist aber sehr kalt. Also minus 19 Grad ist schon verdammt kalt. Oh, guck mal, was hier rumsteht. Hallo, mein Freund. Ich kenne dich doch. Komm mal mit. Genau. So. Ja, die Frage ist, wo gehen wir her, ne? Ist kälter als Abhang? Da sind die Wölfe normal.
Wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Boah, was geht die Temperatur runter? Ich hätte noch eine Stunde warten sollen. Ich hätte noch eine Stunde warten sollen. Wie das halt so ist, ne? Wie das halt so ist. Und wir sind sogar übergewichtig durch das ganze Wasser, was ich gemacht habe. Mann. Und ich habe die Kopfhörer nicht richtig auf. Da kommt ja alles auf einmal hier. So. Hier vorne sind auch immer noch ein paar von den... Aber die habe ich, glaube ich, abgemacht. Wenn ich mich nicht täusche. Die habe ich mitgenommen. Die Schößlinge, die hier stehen. Mann. Ich hätte mir noch einen Tee machen sollen. Ah, hier ist nichts mehr. Ja, Wölfe, Leute. Wölfe sind hier. Das ist super. Super, Wölfe. Super. Und wir nehmen schon mal hier. Genau. Dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Mein lieber Mann, ey, ich hätte echt einen heißen Tee trinken sollen. Das wäre gut gewesen. Das wäre eine super Idee gewesen, sozusagen. Mann. Ach komm, jetzt fang nicht so an. Wir haben im Augenblick nichts zu essen. Das solltest du wissen. Brauche ich Stöcke oder sowas? Nee, ich will manchmal nicht aufhalten mit sowas. Ich bin überladen. Hier sind ja schon wieder die drei Autos. Ich bin gar nicht da, wo ich hin wollte. Da muss ich ja mich mehr so da lang halten. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Oder gehe ich hier lang weiter? Ja, ich weiß, sie ist kalt. Und das bringt auch gar nichts, wenn ich... Ich müsste eigentlich ein Feuer machen. Da vorne kommt doch das kaputte Haus. Da machen wir wieder ein Feuer. Nicht das meine ich nicht. Ein Stückchen weiter. Da kommt noch ein kaputtes Haus. Und da machen wir ein Feuer und dann machen wir ein Warmgetränk. Was sagt denn? Minus 17 Grad, schon ein bisschen besser. Schon ein bisschen besser. Dann gehen wir doch nicht über Skaters Abhang. Dann gehen wir hier vorne über die Brücke. Vielleicht laufen wir auch am Wasser lang. Vielleicht sind da noch ein paar Dinger zum Knabbern. Habe ich noch Knabberstangen? Ja, ich habe noch zwei. Dann lass uns die doch mal eben essen. Auch wenn es kalt ist. Besser ein bisschen Punkte verlieren wegen Kälte als, ne? Die 5 Kilo. Die 5 Kilo verlieren wir echt doof. Dann sind wir nämlich plötzlich so was von überladen, dass wir noch niemals mehr rennen können. Dann können wir nur noch schleichen. Der Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Genau, den sind wir dann. Oder gehen wir hier auf dem Wasser. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Dinger zum Knabbern. Knabber die Stange. Nee. Dann gehen wir doch hier hoch. Ja. Wird schon. Wir machen gleich ein Feuer in der einen Hütte da. Auf jeden Fall. Mann. Idyllisches Tal. Wieder sehr idyllisch heute. Sehr idyllisch, was du hier mit uns machst. Aber ich war zu früh. Ich hätte eine Stunde warten sollen mit dem Losgehen. Das hätte ich, mein Gott, ich spiele nicht erst seit gestern. Das hätte ich doch wissen müssen. Dass es um die Uhrzeit noch sehr kalt ist. Oh, da ist doch noch ein Stück weg, das Haus, wa? Mein lieber Herr Krokoczynski. So wie es aussieht, gehen wir jetzt erst hier zu diesem Dingens da. Ihr wisst schon, zu dem Dingens halt.
Hier haben wir alles weggefuttert. Das Reh liegt da noch, aber das Fleisch ist raus. Wenn ich mich nicht täusche. In der Höhle wäre es auch warm gewesen, hätte ich auch reingehen können. Hätte ich auch Feuer machen können und Tee. Keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. Naja. Wir schauen halt mal. Dann trinken wir am besten hier den Dingens-Tee. Den Birkenrinden-Tee. Der gibt wenigstens Lebenspunkte zurück. Da gibt es ja diesen normalen Tee, diesen grünen. Diesen Kräutertee, der gibt ja Lebenspunkte zurück, während man ruht. Hat man dann erhöhte Regeneration. Aber der Birkenrindentee, der gibt sofort zurück. Sofort. Also nicht so zack, da sind sie, sondern solange er wirkt halt. Innerhalb dieser Zeit gibt er dann insgesamt 6 Punkte zurück. Mann. Da sind wir so weit weg, das hätte ich ja nicht gedacht. Das ist aber nicht schön. Da kommen sie. Da kommen sie, die Häusers. Naja. Und von da aus wärmen wir uns jetzt auf. Dann trinken wir 1-2 Tees, wenn es nötig ist. Und dann, wir haben ja noch die eine Cola, die können wir auch noch trinken. Dieses, wie heißt das Zeug? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Das ist auch windig, ne? Minus 15 Grad, immer noch. Ja, ja, ist aber auch noch früh morgens. Ich bin einfach zu früh losgegangen. Naja, egal. Hier haben wir unser Feuer. Mach an. Pack die Pfeile weg. Mach das Feuer an. Genau. 85%. Das geht. Mach das mal an, das geht schon. Damit uns schön warm wird wieder. Wir haben ja noch Kohle. Wir haben noch Zedern. Ja, ja. Auf jeden Fall. Versuch nochmal. 85%. Ich trinke einen Schluck Kaffee in der Zeit. Du kriegst das hin, Mädchen. Ich baue auf dich. Aber dann werden wir unsere Reserven echt aufbrauchen hier. Da haben wir echt knapp kalkuliert. So. Zedernholz rein. Damit wir hier Kohle, damit wir Temperatur kriegen. Jawohl. Und schon wird uns wärmer. Ja. Gefühlt 11, 12, 13 Grad. Ja, so muss es sein. Wunderbar. So, dann schmeißen wir hier noch. Die trinken wir jetzt erstmal. Damit wir schon mal ein bisschen, ne? Das Platz bloß. Ich sag dir das in aller Ruhe. So, und dann haben wir hier noch den. Genau, den legen wir mal ab. Ja, den wärmen wir hier nur auf. Aufwärmen. 15 Minuten bis zum Garpunkt. Und wir haben noch jede Menge Feuerzeit. Aber macht ja nichts. Wir wollen uns ja auch schön aufwärmen. Wir könnten ja eine Stunde warten, aber das ist vielleicht zu lange. Haben wir nicht irgendwas, was wir machen können in der Zeit? So, irgendwas halt. Irgendwelche Tees, die wir zerlegen könnten oder sowas. Nein, gar nichts. Gar nichts davon können wir machen.
Wasser haben wir auch jede Menge. Und wir legen hiervon auch noch einen raus. Nur um den aufzuwärmen ein bisschen hier. Komm her. Ja, da war doch grün. Mensch. Stell den doch mal hier hin irgendwo. Da, da steht er da gut. Genau, 2 Minuten, 1 Minute. Aber wir haben Zeit. Ich würde sagen, wir warten auch einfach noch eine Stunde. Wir sind hier am Feuer und da kann uns hier eigentlich kann uns nichts passieren. Wir warten einfach mal eine Stunde. So. So, immer eine Stunde noch, immer noch. Aber ich würde sagen, so. Der Lackpolding-Tee, den nehmen wir einfach. Und den trinken wir. Sind auch 150 Kalorien. Temperatur steigt. So, dann lassen wir das mal. Wir nehmen hier unseren Bogen wieder und dann gehen wir weiter. Wunderbar. Wir sind schön warm. Tja, da ist immer noch Feuer drin, aber macht ja nichts. 12 Grad und jetzt kriegen wir Gegenwind. Ist alles super. Es läuft nach Plan. Genau so wollten wir das. Alles läuft nach Plan hier. Super Sache. Freue mich kaputt. Echt jetzt? Leute. Was soll denn das? Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwo ein paar von den Dingern finden. Rohrkolben. Wenn ich auf den See gehe. Da findest du eher einen Wolf als Rohrkolben, denke ich mal. Mann. Das Wetter ist ja so was von bescheiden. Aber wir versuchen das mal, ne? Wir gehen mal hier runter. Langsam, langsam, fall nicht. Ja, ja. Ich würde auch gerne, dass du was isst. Würde mich auch freuen, wenn du was essen würdest. Oh, nicht abstürzen. So, gucken. Hier irgendwo im Windschatten laufen oder so? Ist wahrscheinlich nicht, ne? Mal gucken hier, hier so. Hier so? Ne. Kein Windschatten. Aber ein Wolf. Natürlich. Komm, wir gehen mal hier hin. Ah, da kommt er. Warte mal, wir gehen mal. Nee, da bringt nichts. Ja, komm her, mein Freund. Komm her. Tja. Den können wir uns aber nur merken. Den können wir uns nur merken. Ausnehmen kann ich den jetzt hier nicht. Auch wenn er super Fleisch ist. Wir gucken, ob hier noch... Ach, hier liegen die Kolben schon so daneben. Da ist auch nichts mehr. Tja, dann heißt es weitergehen. Weiter, immer weiter. Noch haben wir ja den Wärmebonus. Noch hungern wir nicht, also... Wenn alles normal läuft, da liegt er. Mann, Mann, was eine Schande. Was eine Schande. Aber wir haben ja gar nichts mehr zu essen. Das halten wir ja niemals aus. Bis dahin. Wir gehen hier nochmal gucken. Aber ich glaube, selbst hier habe ich die Kolben eingesammelt. Da rennen wir ein bisschen, genau. Mal gucken, ob da noch welche sind. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Natürlich nicht. Mann. Was liegt denn da? Liegt da noch ein Wolf?
Und irgendwann... Da liegt noch ein Wolf, ich weiß es ja nicht. Reich gedeckter Tisch hier. Tatsächlich. Tö. Und wir haben kein Wetter, ich kann die nicht mitnehmen. Aber vielleicht können wir uns die ja noch holen. Wer weiß. Ja, ein bisschen Windschatten, das macht Sinn. Aber viel Windschatten haben wir hier nicht. Schon wieder vorbei mit Windschatten. Na, Hase. Häschen in der Grube saß und schlief. Hier ist nirgendwo mehr. Hier habe ich alle abgepflückt. Hier bin ich schon so oft lang gelaufen. Hier ist nichts mehr. Lauf mal ein bisschen schneller. Auch wenn du müde wirst, macht nichts. Kannst ja dann pennen. Ich hoffe, da ist noch was drin im Kühlschrank. Nicht, dass der total leer ist. Das würde mich auch nicht wundern. Das würde mich zwar erschrecken, aber wundern würde mich das nicht. Abgelaufen, Temperatur steigt. Ja, ja. Was ist denn mit dem anderen Tee? Kalt. Kalt. Ach, schade, schade, schade. Was sagt die Temperatur? Minus 9 Grad. Geht ja noch. Und wir rennen mal ein bisschen, wenn es geht. Ach, jetzt schon ab. Ist schon rum. Schon keine Energie mehr. Mann, 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 Mann. Ich habe keine Kalorien mehr. Doch, ich könnte noch einen kalten Tee trinken, natürlich. Ja, das mache ich zur Not auch. Wenn alle Stricke reißen. Ah, da ist schon die Brücke. Weit ist es nicht mehr. Ich hoffe, da ist noch was drin im Kühlschrank. Wenn da nichts mehr ist, dann ist echt übel. Dann ist echt übel. Ich habe hier zwei tote Wölfe und kann die nicht leer machen. Weil, because, ne, ist viel zu kalt für sowas. Mann, 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 Mann. Und wir hätten noch niemals... Ja. Die Zustandwiederherstellung ist noch nicht abgelaufen. Oh, das Essen wird rot. Ich fasse es nicht. Komm schon, ich verliere die 5 Kilo, ey. Nein. Freunde. Komm hier, trinken Tee. Trinken, trinken. Wunderbar. Wir haben so viele Tees, ne? Entweder schon gemacht oder können wir noch machen. Ja, Rennen geht natürlich auch auf Nahrung. Ist ja normal. Ach, nein, 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 nein. Sofort gucken, ob wir noch was zu essen haben hier drin. Auch mal vorne gucken, ob vorne noch was liegt. Geh mal vorne rein. So lange hält es noch aus. Also hier liegt schon mal nichts mehr. Das ist schon mal super. Haben wir hier vorne noch was liegen? Ah! Oh! Ein Kilo. Das ist alles Wolf, ne? Und noch ein Kilo. Wer damit? Rein damit. Hau rein, das Ding. Jawohl. Und das andere gleich hinterher. So muss es sein. So, da sind wir wenigstens satt. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Wolf. Ja, Wolf haben wir ja auch noch da liegen. So, dann gehen wir mal rein. Wir sind gesättigt. Wir haben unsere 5 Kilo behalten. Das macht Sinn. Und dann würde ich sagen, wie es weitergeht, machen wir dann beim nächsten Mal. Ich gucke jetzt, also ich habe jetzt abgespeichert. Ich gucke jetzt nochmal eben, aber nächstes Mal werden wir wieder vorne an der Tür stehen. Oh, hier haben wir noch einen Bogen. 88% unter Gewehr. Und noch ein paar Fälle, ja. Fälle, Fälle. Fälle, Fälle, Fälle. Recyclingdosen. Aber wie gesagt, da müssen wir beim nächsten Mal sowieso wieder alles gucken. Hier ist noch was drin. Nur Wasser. Ich fasse es nicht.
Wir haben hier nichts mehr zu essen. Gut, dass wir draußen den Wolf gegessen haben. Kann ich da nur sagen. Alles leer. Gut, dass wir draußen den Wolf gegessen haben. Da sollten wir ruhig noch ein, zwei Stücke mitnehmen. Aber dann stinken wir, ne? Glaube ich. Naja, was auch immer. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bei Sally, bei Opa Helmi und bei The Long Dark. Macht's gut, bis dann. Tschüss.